Hallo, heute sind wir vor der Grünen Landesgeschäftsstelle. Jetzt seht ihr auch mal, wie es bei uns aussieht. Die Julis haben uns heute besucht und wollten unsere Landesgeschäftsstelle besetzen. Das hat nicht geklappt, da sind sie noch ein bisschen unerfahren. Aber sie waren auch ein bisschen unerfahren mit den ganzen Argumentationen, die sie gebracht haben. Sie setzen dann nur auf eine ganz normale, von ihnen erwartbare neoliberale Ideologie, die auf Bauen, Bauen, Bauen geht. Und man muss den Investor alles zulassen. Ich glaube, das ist vollkommen falsch. Wir brauchen Regeln, damit die Leute, die bauen, auch sozial verträglichen Wohnungen schaffen für den kleinen Geldbeutel und wir nicht nur Luxus-Apartments bekommen für Leute, die ihre zwei, dritt oder fünf Wohnungen hier haben, weil das entlastet den Wohnungsmarkt auch nicht. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir auch die Verschärfung von dem Zweckentfremdungsverbot, das wir eingeführt haben, diese deutliche Verschärfung, auch mit Leben füllen und dass wir die Leute und die Bezirke vor Ort auch mit Personal ausstatten, damit sie nämlich den wirklich schlimmen Rechtsbruch des spekulativen Leerstandes auch mit Personal entgegnen können. Das ist zentral und dafür stehen wir.